Unser Konsum in Europa zerstört tropische Wälder. Zu dem Ergebnis sind ForscherInnen aus Japan jetzt gekommen. Und das dürft ihr heute Abend nicht verpassen. Damit Hallihallo bei Push am Nachmittag. Schön, dass ihr dabei seid. Das Pharmaunternehmen Ribex Pharmaceuticals entwickelt gerade einen Impfstoff, der als Nasenspray verabreicht wird. Der Wirkstoff wird so durch die Nasenschleimhäute aufgenommen. Bereits in einem Jahr könnten ihn schon die ersten PatientInnen benutzen. Damit erspart man Menschen mit Angst vor Nadeln den Piekser. Für die Anwendung braucht es keine ÄrztInnen und auch Lagerung und Transport sind leichter. Der Wirkstoff kann nämlich bei 4 Grad bis zu 3 Jahre lang gelagert werden. Eine aktuelle Studie aus Japan zeigt, tropische Wälder schrumpfen immer mehr, vor allem wegen der massenhaften Produktion von Soja, Fleisch, Palmöl und so weiter. Das Hauptproblem ist, die Produkte werden ganz woanders konsumiert. Jeder Einwohner und jede Einwohnerin eines G7-Landes, also zum Beispiel Deutschland, Italien oder Frankreich, sorgt mit dem Konsum solcher Produkte dafür, dass es jährlich 4 Bäume weniger gibt. Aber auch Österreich und andere Nicht-G7-Länder tragen eine Mitschuld. Zum Beispiel mit Soja. Das kommt meistens aus tropischen Wäldern und wird hier für Milch oder andere Lebensmittel gebraucht, aber auch um die Tiere hier zu füttern, die wir dann wiederum essen. Orte, an denen es viele wichtige Rohstoffe wie Kaffee, Baumwolle oder so gibt, sind halt auch Orte mit einer ausgeprägten Artenvielfalt. Laut Schätzungen sind in tropischen Wäldern zwischen 50% und 90% aller Tiere und Pflanzen weltweit. Und denen nehmen wir mit unserem rücksichtslosen Konsum den Lebensraum weg. Laut Analysen der Umweltschutzorganisation Global 2000 liegt Österreich beim Fleischkonsum auf Platz 3 in der EU und weltweit sogar auf Platz 15. Die Menschen in Österreich essen etwa 5,9 Tonnen Fleisch in ihrem Leben, also etwa 1287 Tiere. Die Empfehlungen sind ganz eindeutig, der Konsum muss reduziert werden. Aber wie sehen denn das die Menschen hier in Österreich? Ja, ich musste mich umstellen, weil ich Diabetiker bin. Ja, ich bin dabei, meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Es gibt immer mehr Alternativen. Auch die Aktien von veganen Firmen gehen in die Höhe. Ich glaube, das zeigt einmal mehr den Bedarf nach fleischlosem Konsum. Dementsprechend, ich bin ein Befürworter dafür. Nachdem ich in einer Familie aufgewachsen bin als Kind, wo es genau einmal in der Woche Fleisch gegeben hat, nämlich am Wochenende, einmal Schnitzel oder Huhn, bin ich überhaupt ein Mensch, der zwar gerne Fleisch isst, ich bin kein Vegetarier und gar nichts, aber ich bin auch dafür, dass man hier vielleicht wieder zurückfindet und sagt, es muss nicht jeden Tag Fleisch sein und vor allen Dingen, wenn viele wüssten, wo das Fleisch herkommt und was da alles drinnen ist, würden sie vielleicht freiwillig darauf verzichten. Algorithmen begleiten ja mittlerweile unseren Alltag. Auf Streaming-Plattformen schlagen sie uns zum Beispiel neue Lieder vor, anhand der Songs, die wir in der Vergangenheit gehört haben oder welche wir zum Beispiel weggeklickt haben. Besonders gut funktioniert das bei Fans von Mainstream-Musik. Ein österreichisches Forschungsteam hat jetzt allerdings herausgefunden, dass es abseits davon recht schwierig wird. Gerade bei Hardrock- und Rap-HörerInnen tun sich die Algorithmen besonders schwer. Da kann die künstliche Intelligenz wohl eher schwer einsetzen, was den HörerInnen gefallen könnte und was nicht. Nike klagt den Rapper Lil Nas X wegen Markenrechtsverletzung an. Genauer gesagt geht die Klage gegen das US-Kunstkollektiv Mischief, die gestern 666 Paare eines neuen Satan-Schuhs verkauft haben, die mit dem Rapper entwickelt wurden. Wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtet, wurden diese allerdings ohne die Genehmigung von Nike hergestellt. Sie sind quasi inoffizielle Nachahmungen von den berühmten Nike Air Max 97. Laut dem Sportartikelhersteller schadet dieser Schuh sogar dem Firmenwert, denn sie wurden mit einem Pentagramm-Design, einem umgekehrten Kreuz und einem Verweis auf einen Bibelvers hergestellt, der sagt: Ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und besonders skurril, laut dem Sender NBC News befindet sich in der Sohle dieses Schuhs ein Tropfen menschlichen Blutes von Mitgliedern des Kunstkollektivs. Trotzdem, innerhalb von einer Minute waren sie schon ausverkauft.
Ja, und zum Schluss gibt es noch einen Fernsehtipp für euch. Heute Abend findet nämlich das große Krone-Fußballfest statt. Corona-bedingt leider ohne Publikum und direkt im Krone-TV-Studio. Aber dafür mit hochkarätigen Gästen wie Herbert Prohaska oder Michael Konsel und coolen Show-Acts wie Pizzera und Jaus. Moderiert wird das Ganze von Michael Falli. Wer wird Krone-Fußballer des Jahres? Die Frage beantworten wir hier heute um 20.15 Uhr im Krone-TV-Studio. Viele, viele spannende Gäste warten auf Sie, auch sehr spektakuläre Show-Acts. Und ich freue mich auch auf Sie. Heute 20.15 Uhr das Krone-Fußballfest auf Krone-TV. Das war Push für heute. Die neuesten Infos bekommt ihr um 20 Uhr dann bei den News mit Damita Pressel. Und ab morgen 8 Uhr begleitet euch Jakob Glanzner dann wieder mal hier durch den Tag mit Push, eurem Infomagazin. Tschüss und Baba. Boom, 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 boom.